Von den EU-skeptischen und feindlichen Aussagen in Finnland kommen wir jetzt zu einem Land, welches große Sehnsucht nach mehr Europa hat, Albanien. Doch von einer Mitgliedschaft ist das zweitärmste Land Europas noch ziemlich weit entfernt. Mindestens jeder vierte der 3,4 Millionen Einwohner lebt unter dem Existenzminimum. Das monatliche Pro-Kopf-Einkommen liegt bei wenig mehr als 200 Euro. Und die EU-Kommission hatte bereits mehrfach vor allem Korruption und das ungehinderte Agieren der organisierten Kriminalität in Albanien kritisiert. Ohne Frage, seit dem Fall des Kommunismus hat sich einiges bewegt in Albanien. 2009 wurde das Land NATO-Mitglied und auch die EU hat ihre Tür einen Spalt geöffnet. Seit Dezember letzten Jahres dürfen Albaner ohne Visum in den Schengen-Raum. Den Kandidatenstatus hat Brüssel jedoch verweigert. Vor allem unter jungen Leuten ist die EU-Sehnsucht groß und mit ihr die Sehnsucht nach Reformen im Land. Wie viele wissen, ist die albanische Politik korrupt. Die EU-Integration würde helfen, die Korruption abzubauen. Davon ist Albanien jedoch weit entfernt. Ob Kommunal- oder Parlamentswahlen, fast immer folgt eine Schlacht mit Vorwürfen des Wahlbetrugs. Seit 2009 fechten die Sozialisten unter Edi Rama den Sieg der Demokraten von Ministerpräsident Salih Berisha an. Vorher war es umgekehrt. Die Grabenkämpfe blockieren das Land. Im Januar kam es zu Protesten gegen die Regierung. Vier Demonstranten wurden von Ordnungskräften erschossen. Bis heute unterdrückt Salih Berisha die Ermittlungen. Mit rechtsstaatlichen und demokratischen EU-Standards hat all das nichts zu tun. Politikstudentin Nertila Koka war vor Ort, als die Schüsse fielen. Plötzlich hörten wir Menschen schreien, Hilfe, jemand ist ermordet worden. Dann haben wir mitten in der Menschenmenge einen blutverschmierten Mann gesehen. Ein paar Leute haben ihn getragen und Frauen haben versucht, mit ihren Kleidern das Blut zu stillen. Es war eine katastrophale Situation. Dennoch hat Nertila mutig weiter demonstriert. Es geht um unsere Rechte, frei zu entscheiden, um Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, um das Recht auf Arbeit, darum, dass auch die Stimme der Jugend gehört wird. Letztlich um eine Systemänderung. Viele junge Albaner sehen deshalb im EU-Integrationsprozess die Lösung für die politische Krise ihres Landes. Vladimir Tamo, Präsident der jungen europäischen Föderalisten in Albanien, fördert seit Jahren das europäische Bewusstsein seiner Generation. Denn nur mit ihr könne eine neue albanische Gesellschaft aufgebaut werden. Die Politik wird hierzulande nur als ein Objekt gesehen, mit dem man Macht und finanziellen Profit gewinnen kann. Wir benötigen also eine Reinigung durch eine neue, junge Politikergeneration, die die Möglichkeit hat, Albanien Richtung Europa zu führen. Regelmäßig veranstaltet Wladimir gemeinsam mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen das Café Europa. Ein Informationsforum, das junge albanische Europa-Interessierte vernetzt und sowohl die Situation der EU als auch die frustrierenden Probleme des sozialen und demokratischen Wandels in Albanien diskutiert. Wir arbeiten hart für eine unabhängige Zivilgesellschaft. Glauben Sie mir, es ist ein schwerer Kampf, aber alles fängt bei der Demokratie an. Oft werden zivilgesellschaftliche Anstrengungen durch willkürliche Bürokratie gebremst. Aldo und Erwin können ein Lied davon singen. Sie sind Mitglieder der größten albanischen Bürgerbewegung Njaft. Dass Brüssel sein wichtigstes Druckmittel, die Visumsfreiheit, geradezu verschenkt hat, halten sie für kontraproduktiv. Man kann doch nicht so tun, als ob man Fortschritte macht. Und auf einer Demo werden vier Menschen durch die republikanische Garde erschossen. Also durch eine Institution, die eigentlich für den Schutz der albanischen Bürger da ist. Das, was hier gerade passiert, ist nicht nur die Lähmung unseres Landes aufgrund eines politischen Konflikts, sondern es stirbt die Hoffnung der Albaner auf Verbesserung. Und deshalb wird es noch eine weitere reale Verschlechterung geben. Rückschritt statt Fortschritt. Die große Sehnsucht der jungen Albaner nach sozialem Wohlstand und EU-Integration wird so womöglich ungestillt bleiben.